Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Kulrike. Heute möchte ich mich mit einem etwas schwierigeren Thema beschäftigen und zwar mit dem Thema Trauer. Ja, ich weiß, das liegt nicht jedem dazu, ein Kärtchen zu machen. Meine Einstellung dazu ist eine andere. Ich finde das für mich immer ganz hilfreich, wenn ich so eine Karte mache, denn Trauerkarten mache ich tatsächlich nur für Menschen, die ich kenne, also nicht für Fremde irgendwie. Und dann bin ich in Gedanken immer bei demjenigen, der halt gerade einen lieben Menschen verloren hat und setze mich da einfach nochmal anders mit auseinander. Das ist aber meine Einstellung zu dem Thema, denn ich denke, das gehört einfach mit zu unserem Leben dazu. Es ist nicht schön, aber es ist nun mal der Lauf der Dinge. Ja, und in letzter Zeit brauche ich leider öfters Trauerkarten und ja, Kulrike hat wunderschöne Trauersprüche, insofern das wunderschön sein kann. Also ich finde sie sehr gelungen und zwar sind das diese hier. Das Set heißt auch ganz einfach Trauer. Das finde ich, ja, das hier ist mein Lieblingsspruch. Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren. Ich finde, das ist so wunderschön. Es ist nicht zu sehr Trauer, aber auch nicht sagend. So. Ja, und meine Karten sind auch tatsächlich immer etwas mit Farbe. Also ich mag nicht so schwarz-weiß. Das finde ich immer, ja, das ist sowieso schon eine schwere Zeit für die Hinterbliebenen. Und dann finde ich, darf so ein bisschen Farbe auch gerne auf so einer Trauerkarte bei mir sein. Natürlich nicht jetzt in schreienden Farben, sondern schon gedeckter, aber nicht ganz so drückend die Stimmung auf der Karte. Das ist mir wichtig. Genau, drückend ist das richtige Wort. Ja, und ich habe mir natürlich das Trauerset geschnappt und diese Glockenblumen. Ich glaube, es heißt, ja, Glockenblumen mit Stanzen. Und die Stanzen habe ich nicht gebraucht, aber hier diese Glockenblume. Denn ich finde auch, sowas kann man wunderbar machen. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an mit dem etwas schwierigen Thema. Und ja, dann geht's jetzt los. Ja, zuerst reiße ich mir ein Stück Kopierpapier auseinander. Mein Aufleger hat das Maß 9,9 x 13,9 und das fixiere ich mir hier auf meinem Tisch gerade mit so einem wieder ablösbaren Kleber, also so ein Klebeband. Und das gerissene Kopierpapier, das befestige ich mir jetzt auch auf dem Tisch. Nicht auf meinem Aufleger, weil sonst wird das mit dem Farbauftrag nichts. Und dann habe ich mir zwei Distress Oxide Kissen rausgesucht. Einmal das ganz dunkle Braun und das ganz helle Blau. Ich komme jetzt gerade auf die Namen nicht. Und das bringe ich mit Hilfe der Walze auf meinen Aufleger. Das heißt, ich nehme auf die Walze die Farbe auf, das Distress Oxide. Ein bisschen gebe ich erstmal auf ein Stück Schmierpapier und fange dann außerhalb auf dem abgedeckten Bereich an, die Farbe auf den Aufleger reinzuschieben, damit man nicht so hässliche Absätze kriegt. Da ich das Papier gerissen habe, entsteht somit eine schöne Reißkante dann. Das seht ihr dann aber später, wenn es fertig ist. Ja, und das mache ich so lange, bis ich meine Fläche gefüllt habe und ich die Farbe ganz gut finde. Dann nehme ich mir ein weiteres Stück Kopierpapier, reiße mir das und gehe in den braunen Teil nochmal mit dem dunklen, also mit dem braunen Distress Oxide rein und kreiere mir so eine Landschaft. Da gebe ich jetzt auch gar nicht so viel Farbe drauf, denn die sollen ja nur leicht zu sehen sein, die Hügel. Und setz die so versetzt auf. Ja, also ihr seht, was ich mache. Ich setze das Stück Kopierpapier immer wieder an und wische ein bisschen Farbe, aber auch nur an der gerissenen Kante und somit entsteht die Landschaft. Und ja, das mache ich dann halt auch wieder so lange, bis ich denke, jetzt ist es gut und ich bin dann schon langsam an dem blauen Teil angekommen von meinem Aufleger. Und dann beende ich das und fange dann an mit dem Stempeln. Ja, da nehme ich mir jetzt gerade die Glockenblume raus, also ich nehme beide und montiere mir die einfach auf einem Acrylblock. Und bleib auch bei dem braunen Distress Oxide und setz mir dann aber die Blumen gleich mit dem ersten Stempelabdruck und manche mache ich auch dann zweimal, damit ich einfach so in verschiedene
Farbbereiche komme und auch die Höhen variieren, damit das einfach schöner aussieht, harmonischer aussieht. Ja, und die Glockenblume finde ich deswegen genial, weil sie entgegengesetzt ist. Also die größere zeigt nach rechts und die kleinere nach links. Und somit kann man da auch wirklich nochmal gut mitspielen und kann die Fläche da ganz gut füllen. Dann nehme ich mir diesen Lieblingsspruch raus aus dem Trauerset. Das ist ja diese Erinnerung, habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Montiere mir das auch. Und damit ich einigermaßen gerade bin, habe ich mir mein Teelineal hingelegt und stempel dann einfach nur ab. Und somit ist es schon fast getan. Ein bisschen von dem dunklen, von dem braunen Distress Oxide setze ich mir noch auf einen Acrylblock. Mit einem Wassertankpinsel verdünne ich die Farbe und ziehe sie über die Kante und mache so dann noch ein paar kleine Sprengel rein. Das sieht einfach harmonischer aus und ja, so ein bisschen gibt es die düstere Stimmung. Ja, und schon kann ich jetzt auch meinen Aufleger auf meine Mattung setzen. Und die Mattung kommt dann auf meine Basis. Ja, und so sieht sie jetzt tatsächlich aus. Da kommt jetzt auch kein Glitzer, kein gar nichts drauf. Ich finde, es ist ein bisschen eine gedämpftere Stimmung auf der Karte, aber nicht zu trauervoll. Das mag ich tatsächlich nicht. Ich arbeite auch hier, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dann doch ganz gerne mit ein bisschen Farbe. Ja, und der Spruch ist einfach Knorke, ne? Da brauchst dann auch nicht mehr innen drinne riesiger Worte, weil ich tue mir tatsächlich immer schwer, bei Trauerkarten etwas hineinzuschreiben. Das finde ich schwierig, deshalb ist meine hier auch noch blanko. Aber wenn ich dann so tolle Sprüche habe wie das hier, die sehr viel aussagen, dann brauche ich nicht mehr ganz so viel Text hineinzuschreiben. Ja, jetzt war es ja die letzte Zeit sehr christlich, sage ich mal, Kommunion, Konfirmation, jetzt haben wir hier eine Trauerkarte. Ich denke, wir werden uns dann wieder anderen Themen widmen. Hochzeit wird bestimmt nochmal ein Thema werden. Aber das werden wir dann zur gegebenen Zeit sehen, was mir dazu einfällt. Und dann kommt ja auch schon bald Ostern. Gut, das ist jetzt auch wieder was Christliches, also ein christliches Fest. Aber auf jeden Fall, da wird noch ein bisschen was folgen. Und ja, ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass es wirklich relativ einfach ist, eine Trauerkarte zu machen, ohne viel Aufwand. Wie immer findet ihr natürlich die Produkte unten in der Infobox verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen und kreativen Tag und sagt Tschüss, bis bald!